Quatschen! Ich meinte verarschen! Beides. Hallo, ihr Männchen. Heute, wie ihr seht, mal an einem etwas anderen Ort. Ihr kennt doch bestimmt die Seite SMS von gestern Nacht. Ich denke schon. Und ich dachte, dazu könnte man eigentlich mal super ein Video machen. Deswegen habe ich mir jetzt von dort ein paar SMS genommen und habe die Seitenbetreiber gefragt. Die waren einverstanden und deswegen würde ich sagen, geht's jetzt los. Bam! Eine Studie besagt, dass man schneller einschläft, weniger Depressionen hat und länger lebt, wenn man neben jemandem einschläft, den man liebt. Geil, dann lege ich mir in Zukunft eine Flasche Bier ins Bett. Der hätte von mir sein können. Mama, hat dein Handy Bluetooth? Nee, Telekom. Das hätte meine Mutter sein können. Boah, ey, mal so ein Tipp für dich, ne? Wenn deine Freundin dich jemals fragt, mit wem du dir einen Dreier vorstellen kannst, nenne niemals zwei Namen. Ich bin in 5 Minuten da. Ich liebe deine 5 Minuten. In denen kann man sich nochmal gemütlich was zu essen machen, einen Tee trinken und eine ganze Staffel Two and a Half Men schauen. Kennt ihr auch so Menschen, die immer sagen, dass sie gleich rüberkommen und dann wären es jedes Mal 2 Stunden? Ruf mich auf dem Festnetz an, wenn ich dich holen soll, mein Schatz. Gruß, Papa. 2.12 Uhr. Kannst du mich jetzt holen? 2.21 Uhr. Hab jetzt schon ein paar Mal angerufen. Wieso nimmt denn niemand ab? 2.56 Uhr. Papi! 2.58 Uhr. Du bist echt lustig, Papa. 3.14 Uhr. Kannst du mich jetzt bitte abholen? 8.07 Uhr. Entschuldigung, ich habe das Telefon scheinbar nicht gehört. Aber mega chillig, so Eltern zu haben, die einem anbieten, einen mitten in der Nacht abzuholen, oder? Und wenn ich ein Kind hätte, würde ich sagen, klar, du kannst zu jeder Party gehen, auf die du möchtest, solange du auch wieder selber heimkommst. Und wenn du das nicht kannst, dann gehst du auch nicht auf diese Party. Und wenn ich auf dem Land leben würde, würde ich das einfach deswegen sagen, weil ich wüsste, dass mein Kind nicht mehr heimkommt. Also dürfte es da nicht hingehen. Und dann würde ich so zu Hause sitzen. Mama, ich wollte eigentlich übrigens sagen, ich bin lesbisch. Kuss, Jay. Hi, Tochter. Das macht doch nichts. Du bist übrigens adoptiert. Kuss, Mama. Überleg mal, du bist auf einer Party und dann schreibt dir deine Mutter per SMS, dass du adoptiert bist. Fail. Du bist doch bloß neidisch auf meinen Alabasterkörper. Hol ihr Alapasta, mein Dickerchen. Hol dir bitte in der Stadt was zu essen, wenn du so lange Schule hast. Wie denn? Mama, du hast dir mein ganzes Bargeld geliehen. Ich meine, man fühlt sich immer so furchtbar nutzlos und talentlos. Ich habe echt das Gefühl, atmen ist das Einzige, was ich kann. Hä? Ich denke, du hast Asthma. Oh, böse. Schatz, willst du zu Weihnachten ein iPhone oder ein Smartphone? Mama, hast du ein Audi oder ein Auto? Okay, du bekommst Socken. Ich habe gehört, es wäre ganz sinnvoll, für ein iPhone eine Socke zu haben, weil die nämlich aus 2 cm runterfallen kaputt gehen. Ja, kommst du noch her? Nee, ich muss noch aufräumen. Das kannst du hier auch. Schön, dass es aussieht, selbst in den Ausschnitt zu sehen und dabei so abgelenkt zu sein, dass man gegen eine Wand läuft. Aua. Es gab einmal eine Geschichte, die hieß Hans, guck in die Luft. Diese Geschichte jedoch heißt eindeutig Saskia, schau auf die Titten. Hallo Mama, kannst du mich in 15 Minuten am Bahnhof abholen? Tut mir leid, aber ich habe mir beide Beine gebrochen und der Rest der Familie übrigens auch. Was? Dümmste Ausrede ever. Ey, hast du schon mal deine Augen ein Krimi? Was? Alter, was hast du gemacht? Sie sieht nichts mehr. Hat die entzündeten Augen Bepanthen eingecremt. Sie jammert nur noch rum und sagt, ich soll sie erlösen. Sie kommt dann wohl heute nicht. Bedauere sie aber nicht, wenn sie anruft. So viel Doofheit muss einfach bestraft werden. Ihre Schwester. Bitte, wer kommt auf die Idee, sich entzündete Augen mit Bepanthen einzucremen? What the fuck? Wie behindert kann ein gesunder Mensch denn bitte sein? Ich bin nicht behindert. Schatz, ich finde es lieb, dass du mir immer die neuesten Tiervideos schickst, aber schaust du die eigentlich auch bis zum Ende an oder schickst du die einfach nur mit den Worten so süß weiter? Denn das süße Katzenbaby im letzten Video wurde am Ende vom Auto überfahren. Was?
Du Arschmann, das Katzenbaby wurde überhaupt nicht schon mal überfahren. Was macht mir solche Angst? Theorie bestätigt. So, das war's jetzt mit dem ersten Video von SMS von gestern Nacht. Lasst mir mal eure Meinung da, wie hat's euch gefallen? Mit Daumen hoch, Daumen runter oder lasst mir einen Kommentarski unten in der Kommentarbox, weil ich möchte wissen, was euch gefallen. Wenn ihr jetzt noch zum letzten Adventskalender-Türchen kommen wollt, dann macht ihr das hier oben. Oder hier kommt ihr zum nächsten Adventskalender-Türchen, wenn nicht mehr der 5. heute bei euch ist. Hier könnt ihr jetzt noch Fakten über Sex angucken und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao. Oh, Krebstanz. Ich komme hier nicht weg.